So. Ich meine, viel brauchen wir nicht mehr auf dem Krieger. Ah, der Raid ist ein bisschen zusammengewürfelt. Hm, eine noch mit Wolke und dann war's das. Der nächste mit Wolke kommt noch. Hm. Ich brauche, glaube ich, noch 4 Items oder so. War nicht mehr so die Welt. Alles rein. Naja. Der Mage hat reingebombt und sie nicht in die Wolke gezogen. Sehr, sehr gut. Man kennt es. Ich bin Chicken verwandelt worden. Hä? Ich glaube, mein Trinket ist backfired. Kann das sein? Warum war ich ein Chicken, Leute? Okay, warum bin ich gerade ein Chicken gewesen? Warum war ich gerade ein Chicken durch Stringit? Irgendwie war ich gerade 5 Sekunden ein Chicken. Das war ja so bait. Ey, hallo Nate. Warum war ich ein Chicken? Da war ganz schön RIP. Wie viele Eulen haben wir? Eine nur, ne? Hat er schon. Joink. So. Also das war RIP, Leute. Das war absolut RIP. Schneller her. Das DPS-Chicken. Ne, das DPS-Chicken war es nicht. Das war es nicht, das war dieses... Das war nicht das Battle-Chicken, ne. Ich wurde zum Battle-Chicken. Ich war das Battle-Chicken, ne. Irgendwie, seit ich Shaman gespielt habe mit dem Hitrating, Warrior fühlt sich so traurig an. Ne? Jeder Schlag verfehlt und Shaman hat einfach 10% Hitrating gratis da verfehlen. So. Wir sind, by the way, relativ full Random Run. Also wir haben, glaube ich, nur 3-4 Leute aus der Gilde. Nicht wundern. Ja, Shaman ist schon sehr, sehr broken. So. Ist das Ding besser als meine Waffe? Nee. 8 AG ist besser. Ah, direkt ein Verfehlen. Ein Traum, oder? Direkt das Verfehlen rein. Das ist Horror, ey. Irgendwie tut's weh. Na, der Glibber. Als alles RNG, ne?
Ich habe Execute gekrittet. Execute Crit. Zack. Top DPS. Kein Crit, bist du RIP. Hast einen Crit, bist du RIP. So, wir haben hier Heilung, ne? Ah ne, Schaden und Heilung. Schaden und Heilung. So, Krumpf hier. Geht's jetzt zum Healerstab? Hat der Shadow darauf Mainspec gerollt? Warum hat der Shadow darauf Mainspec gerollt? Ja, aber er hat eh verloren. So. Einmal vorbei. Ja, weil ich. So Random-Gruppen ist für mich immer so anstrengend. Weil die dann immer. Ich hatte das im BFD so oft, dass sie rumgeweint haben, weil irgendein Loot auf eine Klasse ging. Wo sie dachten, das ist aber nicht gut. Und dann haben irgendwelche gerollt, das eigentlich gar nicht ihr Mainspec war. Und dann sind sie mad geworden. So. Und bei sowas vermisse ich GDKP einfach. Da war es einfach klar, die Loot-Regel, ne? GDKP ist einfach. Wer gewinnt, der gewinnt. Genau. No. Ja, Shaman ist extrem broken. Aber Krieger macht halt irgendwie, also Krieger fühlt sich irgendwie more satisfying an, wegen den Soundeffekten und so weiter. Also ein Krieger-Crit finde ich viel geiler als ein Shaman-Crit. Obwohl Shaman hat dieses Windfury hat und so, ne? Aber wenn er so ein tiefe Wunden prockt und der ganze Bildschirm mit Zahlen vollballert und so, ist schon sehr, sehr cool. Was hat der Droide für ein Problem? Man weiß es mehr zu schätzen, ja. Und das stimmt. Ich nehme den nochmal mit rein. Man weiß es einfach mehr zu schätzen. Ich würde gerne mal Fury ausprobieren. Das mache ich mal nächste Woche, glaube ich. Oben was. Ansonsten habe ich einen neuen Decker. Ja, zur Not 500 oder so. Alarmbot. Kann ich reinchargen, oder? So, die noch weg.
Irgendwie hat mein Warrior schon gutes Gear. Aber das Ding ist, wir müssen mal überlegen. Der raidet seit ID 1. Und ich finde, für die Verhältnisse hat er gar nicht so viel Equipment, muss ich sagen. Der wird wahrscheinlich mehr reinkippen als ich. Ich habe jetzt keinen Spalten gedrückt bei den anderen Dingern. Aber dann noch ein DMF, ne? Also 10% Damage mehr drauf. Na, die muss man mal raufrechnen. Na, die 60 Damage, circa. Macht schon einen Unterschied, muss man sagen. Oh, ich habe kein Rage gepoolt. RIP. Nicht mein Epic. Stimmt, den Epic Dagger habe ich noch nie gesehen. Ich raide mit 3 bis 4 Chars. Jede ID. Ich habe noch nie den Dolch gesehen vom Rogue. Noch nie. Der existiert nicht. Oh, der flog auf. Ja, Shadow Priest haben wir nicht. Da bin ich schon fast aus Reflex durch ihn durchgerannt, im Gegner gerade. Und das wäre es gewesen dann, ne? Ah, so viel Ausweichen gehabt bei dem Bossfight. Und die Klaue? Ekelloot. Schon zweimal den Dagger. Na, da, wir haben schon fünfmal die Schusswaffe, also mindestens. Die Schusswaffe haben wir so oft mittlerweile. So, so oft. Aber der Dagger noch nie. Also der Melee-Dagger, ne? Und den Spell-Damage-Dagger haben wir einmal gekriegt bisher. Once. Das war's dann auch. So, Lederhandschuh mit Weapon-Skill drauf. Den Spell-Damage-Dagger nur ein oder zwei Mal gehabt. Ein oder zwei Mal nur. Irgendwie, das Ding kommt nicht, ne? Und heute war ich einmal drinne mit dem Range Hunter. Und die Schusswaffe kommt natürlich nicht. Wie man es kennt. Na, Gürtel und Fistweapon haben wir, glaube ich, auch schon. Also wir haben bestimmt fünfmal die Fistweapon. Also zwei Enhancer haben sie, zwei Melee-Hunter haben sie bekommen. Und ich glaube, einen Krieger hat sie noch bekommen, einmal. Weil sie keiner mehr brauchte. Genau, wir hatten auch alle bis auf den Dagger von Rogue nicht einmal gesehen. Und ich raide, wie gesagt, mit 3 Chars, mehrere IDs. Ich habe sogar teilweise IDs mit 4 geradet. Also nicht einmal das Rogue-Item gehabt. Ich glaube, es gibt es nicht, das Item. Nicht existent.
So. Mount noch nie gesehen, ne? Aber jetzt ist es drin. Ziemlich sicher. Und es wird dann random gehen. Das ist so ein Raid hier. Da ist der Boss. Guck, die Putt hier rumläuft. Da ist die Putt. Uiuiui. Das ist hier. Das ist dann auf jeden Fall. Ich muss auch meine Bomben hier wegwerfen. Ich weiß nicht, mit rein. Ne, Mount wäre noch so ein Dream, das zu haben. Aber es wäre geil, das zu haben auf dem Char, der noch keinen Mount gekauft hat. Also, alle außer der Char hier. Was Raiding angeht... Warte. Wie findest du die momentane Lage, was Raiding angeht? Im Moment ist mega viel Stress. Nur noch Logs, Gearscore, Biscuit Leute wollen. Kriege ich nicht mit. Ich gehe mit der Gilde raiden. Bekomme ich nicht mit. Mach Gildenraids. Kann sein, dass es bei Random Gruppen so ist, ja. Also wir haben es jetzt... Also wir haben auch Leute mitgenommen ohne Gear und so. Mit dem Random Raid hier. Wir haben ja auch eingeladen, was da war. Aber mit Gilde merkst du sowas nicht. Na, das Gute ist, ja, wenn dir die Packmeter nicht gefällt, ist immer der beste Play, einen eigenen Pack aufmachen und jeden einladen, egal was für Gear und was für Logs hat. Also. Es sollte ja genug Leute geben, die keine Logs haben und kein Gear, die raiden wollen. Richtig? Also einfach einen eigenen Raid aufmachen, jeden mitnehmen, der da ist. Ohne Logs, ohne Gear. Dann hast du sehr schnell dein Raid voll. Und das soll ja funktionieren. Und dann merkt man ganz schnell, dass man das braucht. Ja. Ein bisschen Vorkontrolle ist halt schon ganz gut. Ne? Man muss halt... Irgendwie muss man das aussortieren. Ich meine, übertrieben Logs, ja. Aber irgendwie muss man aussortieren. Um zu wissen, wer was hat. Naja, ein YouTuber hat mal eine Gruppe gemacht mit allem, was kam und hatte einen Clear in der Stunde. Ja. Aber hat er das offscreen gemacht oder onscreen? Und wenn es geht, ja, einfach selber machen. Easy going. Dann sollte es ja für niemanden ein Problem sein, einen Raid zu finden, oder? Und eine Gruppe aufzumachen. Also warum beschweren sich Leute, wenn es so einfach ist? Dann macht man einfach selber einen Raid auf. Fertig. Keiner will einen Rogue, dann machst du selber einen Raid auf. Weil der YouTuber hat ja jeden eingeladen. Und es war ja in einer Stunde clear ohne Voice. Dann gehst du mit dem Rogue rein, nimmst jeden mit, der sich meldet, und dann hast du deinen Raid. Also das ist doch genau das, was du möchtest. So. Und das sind die Hosen, die brauche ich nicht. Genau, also anscheinend, du hast ja... 100. Du hast ja gerade gesagt, du kannst eine Gruppe machen und alles mitnehmen, was ankam. Und du hast nach einer Stunde Gnome Clear ohne Voice. Also warum machst du nicht genau das, wenn es so einfach ist? Das ist halt dann die Frage. Weil... Ich habe mich jetzt öfter wiederholt natürlich, aber...
Du weißt, wie ich es meine, ne? Ich verstehe deine Problematik, dass Raiden vielleicht nervig ist mit Logs, Bissgear, Gearscore und sowas. Aber du hast ja gerade selber bewiesen, dass man es nicht braucht und man einfach eine Gruppe machen kann. Es geht mehr darum, dass alle hohe Erwartungen haben. Ohne Grund. Ja, aber dann musst du ja nicht die hohen Erwartungen haben. Wenn du als Raid Rogue keine Gruppe findest, dann kannst du ja Teil der Veränderung sein und eine Raid aufmachen, wo du alles mitnimmst. Aber du schreibst auch, dass alle hohe Erwartungen haben. Also wir nehmen Leute mit, wir haben im letzten Raid einen Priester mitgehabt, der hatte nicht ein blaues Item, der war full green. Das war komplett Wayne. Also alle haben das auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, einige. Aber wir zum Beispiel nehmen alles mit. Und I don't know. Einfach selber einen Raid aufmachen, alles nehmen, was sich meldet. Fertig. Aber man muss halt auch verstehen, wieso Leute bestimmte Dinge fordern. Und dann ist meist der Leader der mit Greylocks, Elmau. Aber Locks sind doch egal. Es ist doch egal, ob er graue Locks hat. Hast du doch gerade selbst bewiesen. Du kannst auch jeden einladen, egal wie die Locks sind, und den Raid in einer Stunde clearen. Also von Locks darfst du nicht reden, weil Locks sind ja irrelevant. Right? Das ist ja egal, was für Locks man hat. Aber sie erwarten meistens 90-plus-Locks. Aber dann mach doch selber ein Raid, wo keine 90-plus erwartet werden. Sondern graue Locks. Zum Beispiel. Ich glaube, wir reden da aneinander vorbei. Wir hatten am Freitag zwei Rogues dabei in unserer Gruppe, schauen nur auf Range Melee Wellness, genau. Das würde ich auch machen. So ein bisschen, dass du genug Ranges hast, dass du genug Melees hast, dass es so ein bisschen aufgeht und der Rest ist eigentlich egal. Definitiv. Und wie gesagt, wem die Meta nicht gefällt, wie Raids gebaut werden, selber ein Raid aufmachen. Easy going. Scheint ja sehr einfach zu sein. Ich denke, ich muss gleich was tanken, oder? Ich habe leider gar kein Tank hier mit. Ja, die schwierige Kammer dann, ne? Also vorhin der Mage hat auf jeden Fall reingebombt und die Trox weggezogen von der Wolke. Das weiß ich noch. Ich meine, wir sind auch mit einer Random-Gruppe drin und kommen hier gut durch gerade, ne? Wir haben auch mal beim ersten Boss gewiped. Mich ändern. Der erste Second Raider. Oh, 1700. So eine Kritz will ich mal beim Bossfight haben. Ich kann gern was nehmen. Aber ich habe keinen Tank hier mit. ID-System ist gut aktuell. Ich würde es gerne zweimal pro Woche haben, nicht alle drei Tage. Ich meine, wir raiden trotzdem nur zweimal die Woche. Wir haben Montag und Donnerstag Raid-Tag. Und alle vier Wochen haben wir dafür eine Doppel-ID am Wochenende, die spontan ist. Aber ich mag es lieber, feste Raid-Tage zu haben. Ja, ich habe zwei Lederteile, eins ohne Stamina. Ne, warte, eins, zwei... 3, 4 Lederteile habe ich. Ah, egal, ich warte schon. Ich denke, das mit dem Schild und dann geht das. Also ich kann auch die Brust reinspringen.
So. Ich hau den Hand einfach raus. Ja, ist sehr, sehr easy Mode hier, stimmt. Wir haben noch nie auf Logs geachtet und trotzdem gehen wir in unter einer Stunde durch. Es ist auch nicht schwer und die Leute achten auch nicht nur auf Logs. Ja. Aber irgendwie gibt es so diese, ich weiß nicht, die Community denkt, dass alle nur Hardcore-Player wollen, Logs, 100er Logs, 90 plus Logs. Was halt nicht der Fall ist. Ja. Es gibt genug Raids, die das nicht wollen. So. Ja, warte, was nehme ich dann? Ich nehme den Drachen, okay. Moment, ich habe noch ein Tank-Trinket. So, eigentlich sind wir fertig. Bin ready. Oh, ich hätte vielleicht mal Tank reinmachen sollen, ne? Du musst ja auf jeden Fall vom Schaf weiter wegziehen. Ja, der hat Reflektor an der Rache, Achtung. Nach Autokotz, das Ei kannst du ignorieren. Einfach weggehen davon. Haut mal ein bisschen mehr auf den Drachen rauf, der ist. Beware. Und der Feuer, Achtung. Ausziehen. Ja, der Schaf macht einen Reflexionsbuff. Und der Reflexionsbuff, der geht auf Targets, die nebendran stehen teilweise. Also wenn da Overhead wieder der Dings dran steht, dann geht er rüber. Millie mal das Eichhörnchen weg, 60%. Das ist sehr weit hinten. Also kann er den Buff übertragen auf die anderen Mobs. Mal einen Totenkopf drauf, merken wir es vielleicht. Das hier? Irgendwie ist mein DBM weg. Mein Name, DBM ist weg. Sharpe 20%. Ich habe irgendwie mein DBM gedeletet. Ja, Sharpe hat 15, aber sollte gehen, glaube ich. Totem weg. Ich habe nicht gleich den Pull. Geh mal lieber raus, wenn du mit dem Pull hier. Ja. So. Ich habe irgendwas mit Ausblenden gedrückt, ja. Ich weiß nur nicht, wie ich es wieder kriege. Kriege ich das nochmal wieder? Wird schon werden, oder?
Ja, Backpack Battles bald, bald. Soon, soon. Habe ich irgendwas geändert sonst? Nee, ne? Okay, die Items. Ich darf nichts. Nichts vergessen. Diese noch zu verrollen, ne? Was war drinne? Drei Stück. Lederhandgelenk. Macht euch jetzt gleich noch. Ich glaube, meine Freundin will schlafen. Bin eh schon viel zu lange wach. Und Peps. Parieren. Geh den ruhig nach vorne zum Knopf hin. Oh, ich hab dick ins Gesicht, glaube ich. Der war gut down, die Phase, oder? Holy. Ging schnell. Ach, den Loot mal zu rollen. Ah, okay. Nee, machen wir da gleich nach dem Boss. Der ist jetzt auch dick gebufft worden, ne? Ich hatte wenig Ausweichen in diesem Fall, das ist ganz nett. Magst du ein bisschen nach hinten ziehen? Keine Metz, bye bye. Meine Maschinen sind die Zukunft. Sie vernichten euch alle. Soll ich mal Battlerets fragen? Rückwärtsstück wieder was Wichtigeres. Ja, ich habe auch Overcooked gerade. Das hat dein Alpha-Spec nicht an, ne? Das hilft halt. Irgendwie drückt jemand. Niemand drückt da hinten die Dinger, ich immer hin. Unser Shaman Tang hat vergessen, hier sein Ding zu aktivieren. Sein Threat Buff. Und hat sich gewundert, hä, wieso verliere ich denn die Akku die ganze Zeit? Schade, war ein guter Run, ne? Hatte ganz guten. Ich hatte ganz guten DBS kurz mal. War kurzzeitig sehr cool. Da hat Warrior gerade gebockt. So. Kannst du Knopf drücken gehen, ne? Okay.
Renn, renn, renn. Oh, der flambiert jetzt einmal komplett durch. Na, wird ein wildes Ding, Leute. Ich habe leider keine Wall oder sowas. Ich kick. Ach, klicken meinst du? Ist hier noch zur Tür gezogen irgendwie? Nee. Nee, jetzt der Kleine muss noch, ne? Zieh ihn zur Tür gerade. Alter Schwede. Die Problematik war, der Tank hat irgendwie Dings vergessen. Seine Taunt-Rune und dann war RIP, ne? What a run. What a run. Wir nehmen die Items mit hoch. Der Schredder ist drin. Holy moly. Wie viele Items sind es? 4, ne? 4 Stück. So. Kann ich den Quest-Item... Ich wollte den Loot mit hochnehmen. Kann ich das Quest-Item nachher... Ach so. Dann nehme ich den ganzen Loot erstmal mit hoch. Ja, jetzt habe ich schon gelootet erstmal alles. Na gut. Netzi. Meine Fizzweben. Na, die wird anscheinend... Ich weiß nicht, ob der Hunter die noch braucht. Ich finde, 36 Minuten ist gut für so einen Run. War eigentlich sehr solide. Wir müssen kurz mal warten für die Loot-Verteilung hier. Wir warten kurz wegen Loot, Leute. Habe ich davon irgendwie Need? Nee, ne? Gar nichts. Nothing needed. Morgen nächste Chance, ja. Irgendwann kriegst du das Ding. Warum sind hier auf einmal die Viecher drin, Leute? Wo kommen die auf einmal her? Kam's fliegen die mal durch. Irgendwie kommen sie her, die Dinger. Ich weiß nicht wo. Kann er mich noch healen? Er hat kein Mana zum Healen. Irgendwie kam hier so eine Viecher rein. Keine Ahnung. Wo kamen die her?
Die haben uns aber weggehauen, ne? Naja, ich werde mal auf den Reds warten. Die haben mich einfach weggehauen, die kamen einfach rein. Zack. Ich würde gerne noch meinen Loot. Oh, wir müssen gleich gamblen, Leute. Wir müssen noch 300 Dinge reingambeln. Ja. Nö. Schuhe brauchst du nicht. Nee. Nur das Quest-Item. Ich warte kurz auf den Shadow. Ah, der ist hier, ne? Was ist denn der? Die beiden müssen mal. Einundsechzig. Set Schuhe. Eine 80 drin. Not bad. Oh, holy. Hast du nicht schon eine 100 gewürfelt vorhin? Sind nur auch zwei dabei. Gebe ich dann einen dir und einem ihm, ja, ne? Ja, stimmt. Die kannst du sogar als Enhancer aufs Mainspec holen. So, die Pillenflasche. Genau, Serpent Sting, Arcane Shot. Und dann machst du Snapshot mit den Lederhandschuhen auf Spell Damage. Für den Serpent Sting und hast immer Chimärenschuss mit hohem Damage, weil dein Serpent Sting so dick getickt hat. Rip Dog, Wind. Dann haben wir Lederarmschienen mit Spell Damage. Hast du schon drei mit dem Charges und so? Zack. Dann das Ding. Die Faustwaffe. Der Hunter braucht die auch, oder? Eine 99. Holy. Zack. Ein GZ. Ah, dann, die sind auch nur bad, weil du kein Gold hast, oder? Weil als Enhancer kannst du richtig gute Waffen kaufen. Nochmal die Schuhe. Er würfelt zweimal eine 89. Zweimal hat er gewürfelt. Dann das Ding. Die Faustwaffe ist besser. Also Faustwaffe mit hier, mit dem Blutknacker oder wie der heißt. So.
Ach so. Niemand hat drauf gerollt. Loot ist done, glaube ich. Ich glaube, ich habe nichts mehr, oder? Schlusswaffe haben wir vergeben. Und dieses Ding wollte ich dem Druiden geben, aber leider hat er das schon. Ah, der hat das schon. GG.